So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Trek Online. Guten Abend. Guten Abend. Nein. Admiral, Woks Schiff ist immer noch auf Selbstbedrohung programmiert. Wir sollten den Explosionsradius verlassen, bevor es Pum macht. Steuermann, bringen Sie uns auf eine sichere Entfernung. Kann man da reinfliegen? Weiß nicht, aber wir haben nur 5 Sekunden. Also. Hä? Also ich bin hochgegangen. Wie sieht's bei dir aus? Ich lebe noch. Ich bin ja auf eine in sichere Entfernung gegangen. Ja, ich wohl dem noch nicht. Also ich bin in dieses Ding. Du bist rein, ich hab's gesehen. Warum? Okay. Wenn wir das Akku-Portal nicht schleunig schließen, werden wir einen temporalen Angriff erleben. Verstärkung ist unterwegs für uns und für die Akku. Halten Sie sich fest, Admiral, jetzt wird es holprig. Roter Alarm, alle Mann auf Dönerstation. Oh, das... Oh. Bam. Backbordschilde. Sprechen Sie mit Captain Johnny Walker? Ja, das wollte aber nicht besonders viel. Captain Walker kontaktieren. Admiral, ich erfasse viele weitere Cool-Schiffe beim Flug. Sie aufzuhalten, herausfordern. Die Situation eskaliert, wir müssen ihre temporale Einrichtung zerstören, bevor weitere Schiffe hindurchreisen. Waffen bereit machen. Lassen Sie uns das Portal außer Betrieb nehmen. Nachladen und schießen. Haben Sie aber, glaube ich, gerade nicht gesagt, ne? Nee. So, no, Portal ist Nummer 9, 8, 3, 2, 1, 0, bin. Da muss weg. Sah gut aus? Was sah gut aus? Xea, was hast du gerade gemeint? Boah. Das ganze Station war nur mit grüner Soße gefüllt. Wenn schon sowas explodiert, dann will ich auch so ein paar tote Nakul oder sowas gegen die Scheiben fliegen sehen oder sowas. Das war immer eine Station oder sowas. Oh, das könnte mir jetzt durchaus unangenehm werden. Muss. Das ist so ein Knöpfchen. Ach so, das macht ja auch keinen Schaden. Ich habe hier diesen Overload, oder was, dieses komische, was da wie hier, keine Ahnung, Plasma-Lanze aussieht. Mal grüne und blaue Soße. So, als ich reingeflogen bin. Ja, ich dachte, es war logisch, dass es sicher ist. So, Passagieren. Naja, das hätte besser laufen können. Dennoch, mit den von Ihnen heruntergeladenen Daten etwas Glück können wir vielleicht alle entkommenen Nakul aufspielen, bevor sie werden Schaden am Zeitstrahl anrichten. Sie müssen daran glauben, Captain. Glauben Sie dran. Wir werden Sie aufhalten. Ihr Vertrauen ist beruhigend, Admiral. Bringen wir sie nun zurück. Warten Sie. Wir haben soeben einen neuen historischen Bericht erhalten. Scheinbar wurde General Vosk in der Vergangenheit gefunden und unschädlich gemacht. Von Captain Jonathan Archer. Einer der besten der Sternenflotte. Ja, ja. Das ist einer weniger. In der Tat, wir haben unseren Teil der Arbeit. Ich schätze. Was? So. Ich schätze, wir werden weitere temporale Agenten rekrutieren müssen, um mit solchen Eingriffen fertig zu werden. Wie war das mit dem 5.5.? Nee, das glaube ich nicht. Sicher? Ja, schauen wir mal. Also ich tue es jetzt einfach mal. Es werden wohl noch Wetten angenommen, ne? Was kommt. Ich hätte jetzt gesagt, es gibt nochmal die Aktion mit den temporalen Agenten. Es wurde schon sowas ähnliches angekündigt. Wie? Timera spielt Diablo 3, okay. Nee, ich meine nur, weil wenn es hier heißt, wir werden weitere temporale Agenten rekrutieren müssen, um mit solchen Eingriffen fertig zu werden. Das klingt irgendwie so, als wenn das vielleicht ja, warte mal ist. Donnerstag ist ja nicht mehr weit. Genau. Trotzdem, danke für Ihre heutige Hilfearbeit. Lassen Sie mich zur zurückkehren. Bestätigt. Tu ich. Tun Sie tun.
Bam. 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 Hast du eigentlich einen Combat Wheel am Laufen bei dir? Nö. Hast du den zur Hand? Ja, aber ich habe jetzt mittlerweile so viele Millionen Fenster offen. Ich kann nur sagen, dass ich mit den neuen Skillbaums erst um meine 20k geknackt habe. Ja, ich wollte gerade mal fragen, ob wir es mal hier mal versuchen wollen, was rauskäme. Hast du keinen am Laufen? Nee, gerade nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Dann müsste ich erst wieder suchen, wo der ist. Moment. Ach, das geht ja auch nicht. Wie ist? Ich habe den mal hier irgendwo. Moment, ich versuch's. Tools? Nee, da ist er nicht drin. Achso, das ist jetzt bei Ark oder irgendwo. Warte, ich starten gerade. Star Trek Online. Nein, den alten habe ich noch hier zur Hand. Auch, jetzt will er das auch noch updaten. Ja, den alten, der neue kann. Ich nutze auch momentan den alten. Also, du musst aber auch mit der komischen Kommandozeilenoption starten, ne? Ja, musst du. Ja, sowieso. Das habe ich nicht gemacht. Also, deswegen könnte ich das bei mir jetzt eh nicht starten. So. Ich gebe es parallel dazu mal ab. So. Belohnung. Ich hole mir jetzt diese Minigun. Was da eigentlich? Ich nehme mal den Panzer. Ich wurde befördert. Eine wöchentliche Belohnung. Achso, das sieht man aber jetzt nicht mehr, wie der ausschaut, ne? Nein. So, dann machen wir eine ganz schnelle Random-Isa, würde ich sagen, zum Messen, oder? Ja, wäre mal ganz cool, also so mal testweise. Also nur mal eine ganz schnelle, nichts Spezielles. Ich reihe einfach mal ein. Infiziert schwer. Also der Combat Reader läuft. Genau, Combat Log ist geschaltet. Mhm. Ach so. So, geht auch ganz schnell hier. Ich bin mal gespannt. Ja, eigentlich will ich den Ingame-Chat gar nicht einschalten, Xer. Das war ein Versehen. Also meinst du, haben den Ingame-Chat eigentlich nur ganz, ganz klein oder überhaupt nicht da oder sowas? Hast du ein neues Overlay oder was? Nee, das habe ich eigentlich schon ein bisschen länger. Eigentlich seit dem letzten 12-Stunden-Stream. Okay, die 1 hat er gerade nicht geschrieben. Doch, hat er geschrieben. Fortsetzen. Schauen wir mal. Gut, es liest. Sehr schön. $39,000, leck mich doch am Ärmel. Sind alle Kuben jetzt weg? Ja. Der Star Trekker ist nun auch ein Dribble, Dankeschön. Habe ich fast nicht gelesen, weil da der Reader davor war. So. Darf ich mal eine saublöde Frage stellen? Ja. Ist das wirklich schwer? Das ist auch schwer. Aber wir haben ja wieder ein paar DPSler dabei. Ja, offensichtlich. Mhm. So, das ist down. Admiral Herzog ist nun auch ein Dribble. Dankeschön fürs Folgen. Das flutscht hier. Alter. Was ist der denn? Oh, nicht aufs Geld schießen. Ja, wenn du die Zahl jetzt gerade hier gesehen hättest. Nicht aufs Geld schießen. Da waren jetzt drei oder vier fünfstellige Zahlen dabei. Ich brauche unbedingt ja mal was für Notenergie auf Antriebe. Letzter.
unten eingeflogen, sehe nichts mehr. Boah, der blöde Kugel ist hier oben, ey, wenn er voll in die Linse fliegt. So, aber läuft gut bis jetzt, ne? Alter Verwalter! Alter Verwalter, was geht denn hier ab? Ich hab den, wie gesagt, den Reader gerade nicht im Blickfeld. Mal kurz machen. Also du machst momentan 23.000. Alter Verwalter. Also der Beste macht momentan 67 Grad. Er räumt halt ein bisschen auf, ne? Mhm. Bam. Und ich sag's immer wieder, ich such bei dem Kubus immer die Flanke. Suchst du oder findest du sie? Bam. Ne, ich such's immer. Fortsetzen. Belohnung einsammeln. So, ich poste es mal in den Redshirt-Chat, würde ich sagen. Achso, dann muss ich mal aufklappen. So, jetzt bin ich gespannt. 22.000. Oh, ich bin nochmal kurz vorher noch auf Platz 4 gesprungen. Ah, oh, wegen ein kleines bisschen. Was? Ich versuche gerade die Zahlen zu interpretieren. Das in Klammern bist du. Du bist bei 22,8. 23, was? Ich bin in Klammern? Naja, da kommt doch Levati. Ne? Ah, da, achso, jetzt, ja, ich muss ein bisschen aufziehen, das ist immer richtig hier. 71 hat der Erste. Ich bin auf dem Zweiten mit 22,8. Du bist aber echt haarscharf hintereinander. Ja, ich war die ganze Zeit noch hinter dir. Aber dann hat der Elis mich überholt noch. Ja, aber leck mich am Ärmel. Danny Wandon, Hallöchen, höre ich Hallo. Da einen Urlauber? Ja, ein ja, Urlauber ist zurück. Ein. Jetzt könnt ihr euch mal wegen was Urlaub angeht mal ein bisschen Geschichten erzählen. Er ist ja auch noch nicht so lange wieder zurück. Er ja, hat auch Kaffee mitgebracht. Hast du gewusst, dass die in Guantanamera, oder wie wird es mal ausgesprochen? Guantanamera. Ne, dass die da, das ist ja ein Kaffeeland, dass die da Instant-Kaffee trinken. Nee, aber ich muss sagen, Jamaika hat auch Kaffee. Ja, aber in Instant Blue oder normal? Bohne. Blue Mountains Kaffee. Ja, Instant oder Bohne? Na, Bohne. Ja, deswegen. Und die trinken Instant. Was? Rodo Ital? Ah, 5.5. Ja, siehste, kaum ist Nivandon da, wird er schon gefragt. Nivandon, was ist am 5.5? Komm heute exklusiv in unserem Stream. Erzähl's. Ist eh nicht mal lang bis dahin. Gibt's eigentlich was zu gewinnen, wenn's jemand errät? Das ist ja interessant. Das hättet ihr eigentlich auch machen können, ne? Ja. Ihr hättet ein Gewinnspiel machen können, dass der es errät, was weiß ich, ladet ihr so Fatcon ein. Ja, irgend sowas. Das wäre auch cool gewesen. Das wäre auch mal was interessant gewesen. Oder der Erste, der es ins Forum Arel postet, irgend sowas in der Richtung. Was Großes. Also uns. Also ich habe gesagt, die temporalen Agenten kommen wieder. Ich sag, jeder kriegt einen Döner. Oh, Döner, jetzt habe ich Hunger. Na, schönen Dank. Och man, das ist unfair. So. Jo. Also wie gesagt, das war jetzt der Combat Lock. Ich mach mal wieder aus. Also ich bin echt abartig beeindruckt. Ja, war ich auch beim ersten Mal. Weil ich sag mal so, ich hab's verdoppelt nicht ganz, aber es wird nicht viel fehlen. Also es macht schon dafür, dass man erstmal nur rein provisorisch die Skill verteilt hat, ne? Dann so viel rauszuholen, ist eigentlich schon nice. Ja. Ja. Und das mit der gleichen Ausrüstung wie vorher.
Ich habe ja gleichzeitig noch die Ausrüstung gewechselt. Also das Schiff und Ausrüstung und so weiter. Bei mir ist es ja komplett identisch zu vorher. Da ist ja überhaupt nichts anders. Mir fehlt sogar hier noch ein, zwei Sachen, sehe ich gerade. Ich habe gar keine Waffenbatterie mehr drin. Ah. Liegen gekommen, die Dinge. Was war nochmal der Regen Forth, der Standard 0, oder? Kann ich mal. Ich habe das Gefühl, der ist 30. Ich habe das Gefühl, der ist bei mir verstellt. Nee. Gut, ich kann jetzt auch in mein Schiff schauen. Sehr schön. Nee. Bokubus. Eine neue spielbare Rasse wahrscheinlich. Ich glaube so. Warte mal, eine andere Frage. Diese Sachen, die hier so vorgeschlagen werden oder die vermutet werden, wird das irgendwo gesammelt, so eine, und dann hier quasi so eine Hitparade der am meisten vermuteten Sachen aufgestellt? Was? Jamaika Blue Mountain schmeckt nicht? What? Oh Mann, ich hab extra welche mitgebracht. Hast du noch keinen getrunken gehabt? Wenn es der vor Ort war, war er gut. Wenn sie den ja, trinken, also testen tust du ja den guten. Verkaufen tun sie dir den Müll. Das ist doch normal. Nee, getestet nicht. Ich habe nur das, was es im Hotel gab. Ach so. Also auf Jamaika war ich eher nur Hotel und Strand und so. Also das war, wie gesagt, vorher haben wir ja erst New York besucht. 4 Tage lang. Dann sind wir durch Florida getingelt mit dem Auto. Florida. Von Norden bis Süden bis, also wir sind in Jacksonville gelandet. Von New York aus. Sind dort nach St. Augustine gefahren. Sind dann weiter nach Port Canaveral, oder bis Titus Will genau genommen, zur NASA. Dann sind wir über Orlando und Tampa nach Clearwater gefahren. Von dort aus sind wir nach Naples, dann Everglades City, Miami und Key West. Und dann nochmal zurück nach Miami und mit dem Flieger nach Jamaika. Ich bin doch glatt hier so eine Waffe. Wie war die Frage? Ja, ob ihr so eine Art Hitlist oder irgendwie von den Sachen, die am häufigsten getippt wurden, was am 5.5. passiert, habt oder veröffentlicht oder macht. Ich glaube, das wäre auch so ein ganz cooles Gimmick, wo man dann sagen kann, hier, das wurde getippt, was es sein könnte und das ist passiert. Und gewonnen also, hat. Ja, so ja genau, hier diese. Wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt. Genau. Was halten Sie von? Was halten Sie von Asphalt? Antworten. Genau. Also super, das wäre glaube ich ganz cool. Ist natürlich ein scheiß Aufwand, das ist mir schon klar, aber. Ja, in die Wandern hat doch eh nichts zu tun. Achso, stimmt. Ist ja nur Community Manager. Deswegen, wer Zeit hat, Urlaub zu machen, der hat nichts zu tun, also von deren Sicht. Genau. Ich kann es mir nicht leisten, Urlaub zu nehmen. Du? Ja, du hast ein Kind. Das ist genug Urlaub. Du kannst das Kinder für dich arbeiten lassen. Ja, so alt ist er noch nicht. Aber ich trainiere ihn schon hin, dass er für mich arbeitet. Denke ich mir. So, ich mach grad mal das Inventar leer bei mir. Oh, na cool, Verschlusskisten, wer will? Der Mülleimer. So. Ich hab neulich erstmal Inventar schön aufgeräumt, jetzt ist wieder alles zugemüllt hier. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wie wie war das gleich Render Scale? War das gleich? Hießen das gleich Setrend? Nach dem Interview mit NX Data bekomme ich über die offiziellen Kanäle zu wenig von der Gerüchteküche mit. Joa. Wieso? Weil er zu wenig von der Gerüchteküche mitkriegt. Hießen das gleich Setrend Scale? Aber ich bin echt gespannt, was am 5. kommt. Das Band, dann ist es ja am 5. nach dem Patch. Was wir glauben, was kommt. Ja, das haben wir ja vorhin schon mal erzählt. Also ich glaube schon, dass ich glaube nicht, dass ihr so etwas ankündigt, etwas, was es schon mal gab, wie neues Schiff oder irgendein Event, also jetzt in Währendform, dass es irgendwann Rabatte gibt oder sowas oder auch eine neue Episode vielleicht, glaube ich nicht, dass ihr es so ankündigt, weil ihr das bisher noch nie gemacht habt, obwohl es etwas ist, was es schon öfters gab. Außer es ist, grob gesagt, eine Episode, wo vielleicht ein komplett neuer Schauspieler, bekannter Schauspieler, vielleicht Sprecher ist oder sowas. Ach stimmt, so könnte es auch sein. Ja. Also nachdem ja, ich sag's so wie es ist, nachdem ja die TOS Enterprise zu sehen war, glaube ich halt ein bisschen, dass der William Shatner eventuell da mal auftaucht. Ich meine, dieses Jahr ist der ja, also so willig wie dieses Jahr ist der ja sonst nie, wenn man mal so sagen will, was jetzt Star Trek Sachen angeht. Deswegen wäre es ja schon eine interessante Sache. Also es wäre zumindest eine Möglichkeit.
Meine Frage ist ja, wann gibt es denn bei den Kommandos Screenshot Depth, also Tiefe? Tja, siehst du mal. Was macht das aus? Was macht das? Ich weiß ja nicht, was passiert. Hey, King Vulkan! Die Wandon, interessant. Ich brauche gar nicht fragen, ob wir nah dran liegen, weil das sagst du uns sowieso nicht. Ja, das sagst du sowieso nicht, das ist klar. Wie gesagt, ich hatte erst getippt drauf, dass es entweder nochmal sowas wie einen temporalen Agenten Das heißt, gibt. Ich muss wieder neuen Charaktere anfangen. Weil, das war ja gerade in der Mission so ein bisschen dieser Spoiler für mich, wir brauchen mehr temporale Agenten. Hm? Deswegen könnte ich mir sowas vorstellen, dass das quasi schon in der Episode so ein kleiner Spoiler drin ist. Es könnte natürlich aber auch sein, ich habe da mal irgendwann warten, dass das war glaube ich eben Urlaub, da hast du so ein Bild mit, ja, warten da drauf. Da waren da irgendwie zwei, weißt du welches Bild ich meine? Nee. Ach so, du meinst hier mit Wesley Crusher und also Will Wheaton und Jonathan Frakes. Genau. Ja, das haben wir sogar in unserer Show angesprochen, das Thema. Genau, aber ja, ich habe es noch nicht gesehen, ich bin noch nicht dazugekommen. Aber da scheint es ja nicht zu sein. Weil? Weil dann Wander dann Nope geschrieben hat und das doch vorhin was in der Richtung gesagt, ne? Nee, ich glaube eher so nach dem Motto, dich brauche ich gar nicht fragen, du wirst uns eh nicht erzählen, darauf eher Nope. Ach so. Er wird es uns eh nicht erzählen, selbst wenn wir jetzt richtig liegen würden, selbst wenn wir jetzt absolut hundertprozentig richtig liegen würden. Da wird es wahrscheinlich eher, wenn er, ist denn Nope? Einfach nur Nope. Da macht einfach nur Nope. Nee, Ja gut, deswegen, er wird auch nicht sagen. Ich will ehrlich gesagt gar nicht groß spekulieren. Ich hoffe auf alles. Ich bin eigentlich glücklich mit allem. Aber, Wander, darf ich mal so ganz nebenbei sagen, an der Engine habt ihr aber also einiges geschraubt. Leck mich aber, ich habe jetzt Render Scale 4 drin und habe mit ganzen Aufnahmeequipment und allem Scheiß außenrum noch konstant 32 Frames. Ohne die haben sowieso beim letzten Patch Notes haben die was gemacht, was Prozessorenleistung, obwohl du hast mittlerweile Intel-Prozessor, weil die haben AMD-Prozessor-Probleme gelöst. Das habe ich schon mitbekommen, aber also ich weiß nicht, an der Engine muss irgendwas gedreht worden sein, weil so konstant bei RenderScale 4, das ist jetzt schon, also das kann ich eigentlich fast hier in der Aufnahme so verwenden. Also das mit den Agenten, finde ich auf jeden Fall auch nicht schlecht, weil allein dieses System mit den Delta-Rekruten damals schon, also dieses Grundsystem, ist fast zu schade, um es nur dafür kurz zu machen und dann wieder nicht mehr. Deswegen finde ich auch nicht schlecht, wenn es da neue gibt. Cool, wenn du gar nichts eingibst, also nur Renderscale, dann zeige ich dir an, was du gerade eingestellt hast. Mach mal Renderscale 0,1. Echt, geht das? Ja. Alter, ist das ein Matsch. Mach einen Screenshot. Leck. Bist du überhaupt? Wie ist das eklig? Ach da. So. Aber warte mal, hätte ich mal schauen können. Renderscale 0.1. Ach ja, ne, Wandon, hier, kleine Bitte, ich hab doch das diese. Das ist eine Auflösung. 192 mal 108. Ne, ich hab doch diese Panoramabilder im Forum gepostet, ne, Wandon, zu diesem Screenshot-Gewinnspiel. Du kannst mit dem Bild grundsätzlich machen, was du willst, aber ich will nicht bei diesem Gewinnspiel mitmachen. Nur mal so nebenbei. Ja, und ich sag mal so, ja, ich weiß, dass ihr dran arbeitet, aber der Effekt ist, sag ich mal, wie soll ich es am besten sagen, ich sag mal so, das Ergebnis ist unterschiedlich effizient. Manchmal merkt man es fast nicht. Mhm. Manchmal, wie gerade jetzt, merkt man es abartig. Und das ist, wie gesagt, deswegen sage ich ja, wenn das dann arbeitet, das stelle ich gar nicht in Frage. Aber ich sage, das, was halt dabei rauskommt, ist halt unterschiedlich. Oh, das ist Wumpe. Ja, super. Ich will aber nicht. Das heißt, du stehst eh schon als Gewinner fest. Nein, will ich gar nicht. Ich will nicht gewinnen. Ich will überhaupt nicht mitmachen. Und so. Aber weißt du was anderes? Ja. Tschüss. Ach, ich schon wieder. Ja. Ja. Also dann. Tschüss.